Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergiebotschaft. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich gar sehr, dass du deinen Weg hier gefunden hast. So, wir schauen heute mal in die universellen Energien rein. Was hat das Universum uns heute so zu sagen? Mir und meinen lieben Zuschauern und Zuschauerinnen, was darf ich euch mitteilen? So, Montagmorgen, 12. September. Was ist hier los? Unerschöpfliche Ideen und ein unerwartetes Geschenk der Fülle. Lustig. Mir fällt gerade etwas auf und das hat mit der Tagesenergie gestern zu tun. Lustigerweise kommt es mir gerade in den Sinn. Wie der ein oder andere ja gehört hat, war gestern auch der Geburtstag eines meiner Kinder. Dementsprechend war ich emotional und geistig auch damit beschäftigt gestern bei der Tagesenergiebotschaft und mir ist gar nicht aufgefallen, dass der Turmsturz, ja der Turm, der stürzt umgekehrt, direkt am 11. September kam. Und der 11. September ist natürlich ein Tag, an dem es kollektives Trauma gibt. Das ist ein Tag, wo jeder Mensch sich daran erinnert, was er vor 21 Jahren gemacht hat. Höchstwahrscheinlich weißt du genau, wo du warst, was du gemacht hast und das ist ein Anzeichen dafür, dass du eine Traumatisierung hast. So, genau, ich wollte es nur noch mal einfügen, weil es ist mir gestern überhaupt nicht aufgefallen, ehrlich gesagt, dass das zeitaspektlich so gut hinkommt. So, wir haben hier das Ass der Schwerter. Seht ihr das überhaupt noch? So, ja, ich sag's euch, bin ich froh, wenn ich wieder meinen eigenen Schreibtisch habe und meinen Platz. Das war doch irgendwie ein bisschen schöner letztes Jahr. So, gucken wir mal. Also, wir haben wieder die Gerechtigkeit hier. Die hatten wir gestern auch schon. Es geht darum, dass du heute lernst, deinen Geist zu beherrschen, anzupacken. Ach Gottchen, schon wieder er. Und das noch. Na gut, also, ich glaube, wir haben hier zwei verschiedene Dinge. Wir gehen mal hier hin und hier hin. So. Unerschöpfliche Ideen. Dein Geist ist eins mit dem unendlichen Geiste Gottes. Daher hast du allumfassenden Zugang zu unerschöpflichen Ideen, die garantiert Segen bringen. Alles, was du tun musst, ist, göttlich geführte, aktive Schritte zu gehen, um diese Ideen Wirklichkeit werden zu lassen. Ass der Schwerter, es kann sein, dass du hier heute einen krassen Geistesblitz haben könntest, dass du hier wirklich Zugang zu vielen, vielen Gedanken hast. Ja, das müssen nicht unbedingt Ideen sein. Die Judgment-Karte empfinde ich hier tatsächlich so ein bisschen wie die Fülle-Karte. Sie ist ganz anders als die Judgment-Karte, die wir gestern hatten. Wobei hatten wir gestern das Judgment oder hatten wir die Justice-Karte? Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Na gut. Auf jeden Fall haben wir es hier meiner Meinung nach ziemlich genau mit einem Engel der Fülle zu tun, wenn man es sich anschaut. Diese Energie strotzt geradezu vor Kraft, Liebe und Hingabe für das, was sie tut. Und wenn du heute bereit bist, ganz in dein Gefühl zu gehen und dir Zeit zu nehmen, auf deinen inneren Gedanken zu lauschen, dann kann es sein, dass du hier heute wirklich Gutes Gelingen angezeigt hast, wirklich gute Sachen abliefern kannst, ja. Vielleicht ist es für den einen oder anderen so, dass er hier wirklich in die Hyperfokussierung kommen kann. Es kann sein, dass du dich so fühlst, als hättest du unendlich viel Kraft, unendlich viele Ideen und unendlich viel Zugang zu einer Quelle des Wissens, die man vielleicht Gott nennen könnte oder universelle Energie oder meinetwegen auch zur Akasha-Chronik. Ja, spür nicht rein, ob das etwas für dich ist. Ich persönlich weiß, dass die Akasha-Chronik existiert, aber da ich ja auch ein großer Aluhut bin und gerne alle Schichten beleuchte, sage ich es mal so, die Akasha-Chronik ist ein Speichermedium. Es ist ein Speichermedium und man kann darauf zugreifen, ja. Aber, großes Aber, es ist eine künstlich geschaffene Matrix, die zusammenhängt mit der Mond-Saturn-Matrix. Und sobald dieses Konstrukt fällt, diese Seelenwaschanlage rund um unseren Planeten, sobald das fällt, wird auch dieses Aufzeichnungsfeld fallen. Es ist nicht notwendig, dass wir
in der Unendlichkeit, im ewigen Hier und Jetzt, in dem wir leben, eine Bibliothek führen, die so aufgebaut ist wie die Akasha-Chronik. Es ist schwer zu erklären. Es ist wirklich schwer zu erklären mit einfachen, bildhaften Worten. Aber ja, es gibt einen Zugang und ja, man kann darin lesen. Und nein, ich halte das nicht für die beste Idee, was man tun könnte. So, lassen wir es so stehen. Dann haben wir hier ein unerwartetes Geschenk der Fülle. Eine größere Fülle kommt in unterschiedlichen Formen zu dir. Einiges davon unerwartet. Sei offen, sie zu empfangen und wisse, dass diese Fülle zu dir kommt, um deine Lebensaufgabe, Gesundheit und gemeinnützige Arbeit zu unterstützen. Hier kommt Fülle im Hier und Jetzt durch Energien, die durch andere Menschen verkörpert werden. Ja? Wir sind hier unten eine lebende Bibliothek an Seelenerfahrungen, an Schätzen im Inneren und wir alle haben diesen göttlichen Funken in uns. Du musst nicht auf externe Festplatten zugreifen, du hast alles in dir. Der Ritter der Stäbe, den hatten wir gestern auch schon und er verfolgt mich ja so ein bisschen. Du kannst es hier mit einem Halodri zu tun haben, der gerne auf Dreiecksgeschichten steht oder der es hier einfach auch auf alle drei Mädels abgesehen hat. Ich weiß ja nicht, welche Haarfarbe du hast, aber wir haben ja eine rothaarige, eine braunhaarige und eine Blondine. Vielleicht hält er sich von jeder Sorte eine warm. Vielleicht hat er auch eine Frau, bei der er wohnt, die für ihn wäscht und kocht, eine Frau, mit der er Party macht, eine für Sex und eine dritte für dies und eine fünfte für das. Spüren dich rein, ob du es hier mit so einem Mann zu tun hast, der gerne auch in Dreiecksgeschichten steckt, also so nach dem Motto, ja, wenn du nicht machst, was ich sage, dann gehe ich halt zu der anderen. Auch das könnte sein, dass du es hier mit jemandem zu tun hast, der dich entweder als Affäre warm hält oder dich generell auf der Warmhalteplatte hält. Falls das mit der anderen halt nichts wird, dann kann er ja bei dir einziehen. Oder der eigentlich noch in einer Beziehung ist, aber nur noch mit seiner Freundin zusammenwohnt, weil das halt so finanziell gerade so praktischer ist. Oder irgendwie so etwas. Lass dir da keinen Schmuh erzählen, ja. Lass dich da nicht einlullen, denn dieser Mann weiß, was er tut. Der weiß, was er da mit seinem feurigen, leidenschaftlichen Temperament anstellt. Hier ist jemand egozentrisch auf sich selbst gerichtet und vielleicht erwartest du nicht, dass sich das auflöst. Lustigerweise ist es oftmals so, dass sich diese Frauen, ja, wenn sie voneinander erfahren und sich miteinander verbinden, dass diese Frauen oftmals sehr gute Freunde werden können und er dann außen vor steht. Weil wenn diese Masche einmal durchschaut worden ist, dass jemand immer nur an sich selber denkt und an seine eigene Lustbefriedigung, dann kann das halt auch nach hinten losgehen, weil niemand, der einen gesunden Selbstrespekt hat, sollte sich mit diesen Energien einlassen, die da kommen. Und ganz ehrlich, liebe Leute, bevor ich jetzt wieder böse Kommentare kriege, das da kann auch eine Frau sein, ja? Also der Ritter der Stäbe ist eine typische narzisstische Frau, die sich durch sämtliche Betten vögelt, um zu bekommen, was sie möchte, ja? Das ist eine typische... Sag ich das jetzt? Nein, sag ich nicht. Es ist eine typische Frau, die immer nur an sich denkt, die versucht, da alles aus den Männern herauszusaugen, sie finanziell ausnimmt und bloßstellt und dann, wenn der Mann am Ende ist, sich die nächste schnappt, den nächsten schnappt. Na, das gibt es in der weiblichen Variante auch wahnsinnig häufig. So, ich hätte ganz gerne nochmal ein, zwei Karten und zwar hier drauf. Wenn es heißt, wir kriegen ein Geschenk der Fülle, ja? Wie oder was dürfen wir dazu noch wissen? Oh, schaut mal, ich habe hier gerade das andere Kartendeck genommen, sehe ich gerade. Und darunter sind auch die drei der Kelche. Was soll uns das sagen? Wir haben hier auch Unterschiede, schaut mal. Wir gucken mal rein. Auf dieser Karte sehen wir von der Dame im roten Umhang nur die Rückseite. Es kann sein, dass du Teil einer Triangulation warst, einer Dreiecksgeschichte, und du an dieser Stelle dich wegwendest, ja. Es kann sein, dass du keine Lust mehr hast, mit gewissen Menschen feiern zu gehen, anzustoßen oder Umgang zu pflegen, ja. Es kann sein, dass das für dich auch ein Geschenk der Fülle ist, einen Haufen von Menschen loszulassen. Was haben wir hier noch? Drei
Der Stäbe darunter. Ja, vielleicht guckst du anders in die Zukunft, ne? Diese Triangulation. Wir haben hier wieder drei. Du weißt, an welchem Stab du festhältst, ja? Also, während der Ritter der Stäbe durch die Gegend eiert und nicht weiß, oder nicht, es ihm egal ist, wo er überall seinen Stab lässt, bist du dir ziemlich sicher, dass du weißt, wohin du möchtest und wer, mit wem du dahin möchtest. So, gut, wir haben das andere Set. Dann nehmen wir das jetzt einfach mal. Ich hätte ganz gerne hier auf die Situation noch zwei, drei Klärungskarten. Was kann in dieser Situation für dich jetzt hilfreich sein, um das Geschenk der Fülle auch wirklich anzunehmen? Krass. Wieder das Ass der Schwerter. Das haben wir hier auch schon. Ich glaube, die Energien sind einfach ja, wahnsinnig kongruent. Wir haben hier zweimal dieses Ding. Wende dich hier von diesem Drama, diesem zwischenmenschlichen Drama ab. Geh in deine eigene Schöpferkraft, mach dir heute deine eigenen Gedanken. Sechs der Stäbe, eine erfolgreiche, siegreiche Karte. Du wirst hier deine Schlacht schlagen. Du musst dich nicht mit diesem Menschen belasten. Ja? Du bist auf dem Weg, deinen Sieg einzufahren hier. Die Sechs der Stäbe ist eine Karte, die sagt, du hast alles, was du brauchst, um jetzt in die Schlacht zu ziehen. Du kannst erfolgreich, siegreich vorangehen, wenn du auf einem gesunden Fundament aufgebaut hast. Ne? Dieses Pferd trägt eine grüne Decke, eine grüne, gesunde, kraftvolle Decke. Du trägst bereits den Lorbeerkranz in diesem Falle und deine Standarte hat auch noch einen. Es ist jetzt an der Zeit, vorwärts zu gehen. In vollster Inspiration für dich und deine Themen hier. Es ist wichtig. Ich hätte aber gerne noch eine dritte Karte dazu. Na gut. Dann nehmen wir noch die. Fünf der Münzen auf dem Kopf. Du wirst hier auf jeden Fall in die Fülle gehen. Unerschöpfliche Ideen der Fülle lassen den Mangel verschwinden. Ein unerwartetes Geschenk der Fülle lässt den Mangel hier verschwinden. Diese Szene zeigt, dass jemand im Schnee verletzt und kränkelnd in der Obdachlosigkeit und Krankheit vor sich hinsiecht. Es geht hier raus. Dieses unerwartete Geschenk der Fülle hat vielleicht etwas damit zu tun, dass du lernst, anderen Menschen die Stirn zu bieten, ihnen ihren Platz zu weisen, ihnen keinen Platz in deinem Leben einzuräumen und auch keinen Platz für immer und ewiglich in deinen Gedanken haben zu müssen. Wenn du mit einem Thema abgeschlossen hast und dort Gerechtigkeit hereingekommen ist, dann brauchst du dich nicht immer und immer wieder selbst retraumatisieren, indem du immer wieder zurückgehst, indem du immer wieder durch die Scheiße läufst. Manchmal ist es an der Zeit, gewisse Themenkomplexe zu verstehen und sie dann abzuhaken. Das Verhalten oder die Traumatisierungen, die du hast, oder die Erziehung, die Konditionierung, die du vielleicht aus deinem Elternhaus hast, die wird sich nicht ändern durch 300 Stunden Gesprächstherapie. Das mag die ersten 60 oder 100 Stunden vielleicht ganz interessant sein und du wirst vielleicht etwas herausfinden können. Aber irgendwann ist der Drops gelutscht. Irgendwann darfst du dir eingestehen, okay, ich habe die und die Beulen in der Rüstung, ich habe die und die Verletzung, das führt zu den und den Themen oder zu den und den Verhaltensweisen bei mir und dann arbeite ganz konkret mit dem Hier und Jetzt mit deinem Thema und lauf nicht immer wieder zurück in diese Vergangenheit. Ja, wühl nicht immer und immer wieder in alten Tagebüchern rum und das ist im Endeffekt auch das, was die Akasha-Chronik für mich darstellt. Es ist zum einen ein riesengroßes Tagebuch, aber es ist ein manipulatives Tagebuch. Es ist so, als ob du vor dir selber Sachen verstecken könntest. Und ich sage nicht, dass du das gemacht hast, sondern ich sage, dass es eine Instanz gibt, eine Energie oder ein Wesenheitskomplex, der dafür zuständig ist, die Records zu beschönigen, die Akasha-Chronik im Sinne dieser Entität zu gestalten. Das gilt sowohl für vergangene Themen als auch für zukünftige Themen. Es ist kein klarer Raum für mich. Und dementsprechend als Analogie zu deinem eigenen Gedächtnispalast in deinem eigenen Inneren, geh nicht immer und immer wieder so tief rein, wenn es nicht notwendig ist. Manche Themen wollen angeschaut werden. Wenn sie immer wieder hochploppen, klar. Aber
Man muss sich nicht vom Ästchen aufs Stöckchen jedes Mal wieder ganz tief in sämtliche Wunden und problematischen Themenfelder hineinbegeben. Wenn man erkannt hat, was dieses Problem mit einem gemacht hat, dann ist es viel sinnvoller, hier an dieser Stelle an den Lösungen zu arbeiten und vorwärts zu gehen, anstatt immer und immer wieder in diese Mangelenergie sich selbst freiwillig zurückzubegeben, nur um dann sich selber sein eigenes Leid immer wieder und wieder vorzuerzählen. Ja, das ist so ein bisschen, es ist zweischneidig. Zum einen muss man hinschauen, wenn man heilen will, und zum anderen muss man aufpassen, dass man nicht im ewigen Opfertum deswegen hängen bleibt. Gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, heute ist ein Tag der Einkehr. Es hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn heute noch ein bisschen was Eremitisches gefallen wäre, aber es kann auch sein, dass wir hier mit den drei der Kelchen, die wir zweimal hatten, dass hier heute auch noch Leute in dein Leben kommen, die dir helfen hier, die diese unerwartete Fülle an den Start bringen und die dabei sind, einfach dein Leben mitzugestalten, größere Fülle zu erlangen. Es kann sein, dass du hier wirklich hilfreichen Beistand bekommst. Und ich würde jetzt gerne abschließend noch eine einzelne Tarotkarte hier aus dem Golden Reel Tarot nehmen. Welche Karte dürfen wir hier abschließend noch betrachten? Was ist quasi das Resümee? Na dann, bin ja mal gespannt. Der Page der Schwerter, ja. Sei klug mit deinen Entscheidungen, ja. Versuche wirklich hier deine Ideen hochzuhalten. Du siehst, es ist schwierig. Hier steht jemand im Wind, es ist kalt und er versucht hier dagegen anzuhalten. Ja, hier steht jemand bereit, sich seinen Themen zu stellen. Mit den Pagen kann es eine Energie sein, die noch nicht so gefestigt ist. Vielleicht fühlst du dich unsicher darin, manche Gedanken auch einfach über Bord zu werfen. Aber ganz ehrlich, glaube nicht immer alles, was du denkst. Schmeiß mal ein paar Sachen über Bord und versuche möglichst nicht mit dem ganzen Spektrum an Emotionen an deine Gedanken heranzugehen. Manchmal ist es ganz klug, in seiner Verstandesebene zu bleiben, um gewisse Themenkomplexe einfach zu klären. Ja? Der Körper, seine Biochemie und auch die Emotionen, die sorgen für viel Verwirrung im Inneren. Aber mit dem Pagen der Schwerter hier kannst du versuchen, immer und immer wieder deinen Intellekt an die Oberfläche zu kramen. Wenn es heißt, so nach dem Motto, also wenn du es hier mit einer Dreieckskiste zu tun hast, dann kann es sein, dass dein Herz immer und immer wieder sagt, aber ich liebe ihn doch so, ich liebe ihn doch so. Und dein Hormonhaushalt, vor allen Dingen, wenn ihr miteinander bereits intim wart, der schreit, oh ja, oh ja, gib mir mehr von dem guten Hormonstuff. Und alles, dein ganzes Körpersystem ist vielleicht übernudelt und sagt, ja, ja, ja. Und dein Verstand sagt dir, hey, das geht so nicht. Das geht so einfach nicht. Ich werde hier von oben bis unten und hier ist jemand nicht ehrlich mit mir. Du kannst mit dem Pagen der Schwerter und diesen beiden Ass-Energien hoffentlich hinter den Schleier der Illusionen gucken und dann das größere Ganze für dich selber überschauen. Ja, das ganze Bild für dich ansehen und dir dann kluge Entscheidungen heute mal aus der Kopfebene heraustreffen, weil das wird dich ja heute siegreich weiterbringen. So, jetzt habe ich mich hier beim Kopf und Kragen geredet, oh mein Gott. Ich wünsche euch einen wunderschönen Vormittag, gehabt euch wohl und dann sehen wir uns dann hoffentlich morgen wieder. Ich weiß noch nicht, ob ich nachher ein Video mache, ich glaube heute nicht. Das ist ja auch lang genug jetzt erstmal. Bis dann, ciao.